Das weiß ich nicht. Also ich glaube, jeder, der hier eine Prognose wagt über 10 Jahre, der spielt Roulette. Dafür gibt es einfach zu viele ungewisse Entwicklungen, geopolitisch, wirtschaftspolitisch. Wir haben einfach ein Schuldenproblem, das abgebaut werden muss. Wir haben geopolitische Spannungen, bei denen keiner sagen kann, wie die ausgehen. Ja, das kann ich nicht sagen. Also das kann sein, dass wenn wir lange Inflation haben bei niedrigeren Zinsen als die Inflationsrate, dass der Markt dann weiter gestiegen ist. Ich wage da keine Prognose. 10 Jahre ist einfach aus heutiger Sicht zu lang. Man konnte vielleicht in den 90er Jahren oder in den Anfang 2000 eine 10-Jahres-Prognose wagen, aber ich halte es für vermessen, das zum heutigen Zeitpunkt zu tun.